Petter, Schweighofer, Weidmann, Alfinger, Reindl und Kirchmeier sind die Läufer im ersten Vorlauf, 60 Meter. Und auf der Bahn 4 Hannes Palfinger voran, der Salzburger gewinnt. Martin Lankowitz auf Bahn 3. Und der junge Wiener wird seiner Favoritenrolle werden. Nach dem Startschuss ist der Warnfeierraum umso mehr gewollt und in Führung in diesem Rennen jetzt auf der Außenbahn für den Lorenz Pichal ab des VÖV Ausland. Und Elmar Lichtenecker zeigt sein tolles Beschleunigungsvermögen, das er in Karlsruhe zu einem 60 Meter Hürdensieg in 57. Das war der Startschuss zum ersten 400 Meter Vorlauf der Männer. Auf Bahn 3 sehen Sie den Titelverteidiger Andreas Rechbauer. Er gewann letztes Jahr in einer Zeit von 47,69. Hat mittlerweile den Verein gewechselt, war nicht mehr für UFC Rheinland, sondern für Wien. Andreas Rechbauer geht jetzt schon in die zweite Runde. Zeit 31, 32 Sekunden und die Läufer nähern sich der 300-Meter-Marke. Weiß nicht, was das macht. Und Veronika Lengli macht sich bereit für den ersten Versuch bei der Sprunghöhe von 3,35. Und Andreas Rechbauer kontrolliert das Feld. Die Winkel vor den Läufer mit der Nummer 261 von Norbert Köhler. Herbert Vorlag auf Bahn 3 läuft heuer auch erstmals für den LCC Wien. Er lief bei der ASB Hallengala 48,7, vergangene Woche 49,5. Super, Herbert! Herbert! Herbert Lang in die Schlussrunde. Der Salzburger 400 Meter Hürdenläufer heftet sich an die Fersen des Wiener 400 Meter Spezialisten Herbert Vorlag. Na klar, Herbert! Komm, Herbert! 40 Sekunden jetzt gelaufen. Herbert Vorlag kommt ein Weg. Der zweite Vorlaufsieg geht an den LCC Wien, der heuer für die 4x400 Meter Startmeisterschaft. Muss die Zeit da jetzt irgendwann einmal raus, oder? Peter Troll von der UFC Wien Soberbahn ist auch ziemlich klar. Komm, Gerhard! Komm, Gerhard! Martin! Komm, Gerhard! Das kriegt ihn noch, das kriegt ihn noch. Komm, Gerhard! Komm! Komm, Gerhard! Komm, 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 komm! Ja, Wagner, wir erreichen das nach Hause. Und jetzt der erste Zwischenlauf mit Moshammer, Reindl, Grifka, Lachkowitz, Bartl und Skorjans. Grifka überraschend noch vor Lachkowitz. Lachkowitz jetzt im Finish der Stärkste. Siegerzeit inoffiziell 6,87. Newcomer des Jahres über die 60 Meter Hürdenstrecke in der Weltklasse, Elmar Lichtenecker, VSD Lars, läuft auf Bahn 3.
Achten Sie auf die Läufer auf den Bahnen 3 und 4. Lichtenegger und Palfinger. Lichtenegger dürfte hier den Titel verteidigen zwischen Lauf bezwingen und der. Noch einmal von innen nach außen. Biermeier, Rechbauer, Kampfer, Wagner. Andreas Rechbauer gewann letztes Jahr die 400-Meter-Meisterschaft in der Halle 47,69. Andreas Rechbauer fand zwei Laufe, liegt bereits wieder in Front. Und Matthias Klampfer hat sich an die zweite Stelle gesetzt. Rechbauer vor Klampfer. Wagner liegt an dritter Stelle, Biermeier an vierter Stelle. Und Andreas Rechbauer kontrolliert jetzt von der Spitze weg diesen ersten Zwischenlauf. Es könnte für drei Läuferzeiten 150 Sekunden geben. Klampfer versucht noch einmal Rechbauer zu fordern. Rechbauer gewinnt in 49,44. Hödel, Lang, Vorrag und Knoll. Zweiten Zwischenlauf unterwegs. Peter Knoll geht das Rennen auf der Außenbahn sehr schnell an. Doch jetzt kommt er auf Durchgangszeit im 23er Bereich nach 200 Metern. Herbert Knorak vor Peter Knoll. Komm, Herbert! Dahinter Hülle. Nach wie vor Herbert Knorak voran. Komm, Herbert! Aber Herbert Knorak verteidigt die Führung sicher und in 49,28. Noch einmal die Bahnverteilung: Alexander Mosamer auf Bahn 1, Gerfried Krefka Bahn 2, Elmar Lichtenegger Bahn 3, der Vorjahressieger Hannes Palfinger auf der Bahn 4, Martin Lachkowitz, Bahn 5 und Ulf Bartl, Bahn 6. LCC Wien, 6,76. Dritter mit der neuen persönlichen Bestzeit von 6,79, Gerfried Krefka, HI, dritter Platz. Vierter, der Titelverteidiger Hannes Palfinger, Union Salzburg, 6,94. Fünfter, der Hallenmeister des Jahres 1994, Ulf Bartl, LCC Wien, 6,99. Und an sechster Stelle Alexander Moshammer, LAG Genböck aus Ried, 7,03. Christoph Pöstinger läuft auf Bahn 3. Morgen stehen noch zwei harte Läufe im Zwischenlauf und im Finale auf dem Programm, daher nicht mit vollem Einsatz hier im Vorlauf. Christoph Pöstinger als erster auf der Zielgeraden. Der gewinnt diesen Lauf in 22,46. Des vergangenen Jahres. Bartl geht in der Kurve in Führung. Ja, schöne Ulf, komm schon, Ulf! 22,36. Immer noch wie! Immer noch! Zwei Kampfsiege erwarten zwischen Rapid
aufgelaufen. Ist als erster auf die Ziel gehalten. Aber auf dem zweiten Platz sicher ins Ziel. 21,70. Thomas Grieser auf Bahn 3, Ulf Bartl auf Bahn 4. Der Wetterspezialist aus St. Gallen. Er läuft ja auch für den Schweizer Verein, liegt hier deutlich voran. Thomas Grieser, letztes Jahr 21,44 im Finale, läuft im Zwischenlauf inoffiziell gestoppt. Auf Bahn 3, Martin Lachwitz, Bahn 4, Hannes Palfinger. Und Lachowitz, der sich in den letzten Wochen kontinuierlich verbessert hat, hat die Führung bereits übernommen. Martin Lachowitz kommt mit großen Vorsprung auf die Zielgerade. Und eine sehr gute Siegerzeit, 21,7. Jetzt hat der Start geklappt. Bahn 2, Christoph Köstlinger, heuer schon 20,84 in Stuttgart. Er läuft jetzt an Rafik Eluardi heran. Rafik Eluardi, der auch schon ausgezeichnete Rennen hier gezeigt hat. Christoph Köstlinger auf Bahn 2, auf der schwierig zum Aufwand auf Bahn 2. Jetzt halte ich voran und er kommt auf die Zielgerade und gewinnt hier in einer. Knoll Rechbauer in Klampfer. Läufer in den roten Trikots dürften als Erste auf die Schlussrunde kommen. Andreas Rettbauer wird jetzt voran. Andreas Rettbauer wird jetzt in die beste Position beim Eingang in die Schlussrunde. Da haben sie nicht ganz wie Vereinskollegen agiert jetzt. Vorher kommt die Führung vor Rettbauer. Klampfer kommt wieder heran. Auch Peter Knoll kämpft sich heran. Und noch ist nichts entschieden. Andreas Rettbauer jetzt an zweiter Stelle. Und die Siegerzeit inoffiziell 48,87 und der junge Salzburger freut sich über seinen überraschenden zweiten Platz. Werden die Protesteinreicher gebeten, die Videos
Videoaufnahmen als Beweis der Jury vorzulegen. Erster und Hallenmeister in der neuen österreichischen Hallenrekordzeit von 2082, Christoph Böslinger holt sich auf den Rang. Zweiter in der neuen Wiener Hallenrekordzeit von 21.07, gleichzeitig Hallenmeister Martin Lachowitsch. Dritter, Thomas Grieser, Elge Montfort in einer Zeit von 21,65. Vierter, Rafik Eluardi, ÖTB Wien, 21,95. Selten Zeiten unter 22 Sekunden zugelassen. Der B-Endlauf hat gewonnen und damit Fünfter Harald Mauler, LCC Wien, 22,11. Und an sechster Stelle Ulf Bartel, LCC Wien, 22,15. Andreas Rechbauer, der Pechvogel des 400-Meter-Laufs. Zuerst
stark gerempelt, dann auch noch disqualifiziert wegen eines Fehlers in der ersten Kurve. Andreas Rechbauer bringt jetzt die 4x200 Meter Staffel für den LCC Wien. Sicher ins Ziel an der zweiten Stelle weiter in Salzburger, Karl Lang in Salzburg. Und Andreas Rechbauer bringt LCC Wien in 1:26.79 ins Ziel und das ist eine ausgedeckte 1:26.79. Die Ehrung wird von Albert Grünstein und ein Siegbert Glaser vorgenommen. Auch die zweite Staffel besteht aus einigen ganz hervorragenden Einzelathleten, die wir heute und gestern mit hervorragenden Leistungen gesehen haben. Zweite und dritte Vizestaatsmeister Union Salzburg mit Meislinger, Schweighofer, Palfinger und Lang 1:29.26 ihre Laufzeit. Der dritte Platz geht an die MG aus Kärnten in der Besetzung Peter Gallo, Rainer Ulbeck und Zechner. 1:30.22 ihre Laufzeit. Auch Ihnen unseren herzlichen Glückwunsch.